Der Computer und ein Antivirenprogramm etc. kann sowas nicht entdecken. Es ist ja nur per Strom angeschlossen. Also in dieser Maus ist einfach ein Handy eingebaut. Die kann ich meinem Opfer quasi auf den Schreibtisch stellen, schließe ich ihm an, der freut sich, dass er eine neue Maus hat. Ja. Und jedes Mal, wenn er spricht, ruft mich seine Maus an und sagt mir per Handy Bescheid und lässt mich zuhören. Das ist hier eine kleine Antenne, das ist im Endeffekt eine Art WLAN-Monitor. Das kleine Gerät kann ich mit einem normalen Powerbank betreiben. Das hört einfach beim WLAN zu und zeichnet den kompletten Traffic auf und speichert ihn auf einer kleinen SD-Karte. Das ist ein USB-Stick, vor allem ist es aber auch eine USB-Kamera. Das kann man im Büro vergessen. Wenn derjenige zufällig dann am Laptop daneben sein Passwort eintippt, schaue ich mir damit virtuell über die Schulter. Auch ein nettes Spielzeug, die meisten kennen, wenn sie sich mit ein bisschen mit Technik beschäftigen, natürlich ein Raspberry Pi. Ja. Der hier ist jetzt speziell so eingerichtet, hier ist ein VPN-Endpunkt drauf. Ich bringe ihn zum Kunden ins Netz. Ja. Das Gerät verbindet sich vom Kunden nach draußen auf unsere Systeme, die wir hier im Keller haben. Und dann habe ich quasi einen Tunnel in die Firma rein, weil die meisten Schutzsysteme sind häufig heutzutage noch so aufgebaut, dass sie den Angriff von außen nach innen blockieren. Aber von innen nach außen ist der Schutz meistens deutlich niedriger und das nutzt er aus.